Hi, ist Alex Haug. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem allerersten kleinen Software-Tutorial. Ich habe mir die neue Affinity Photo Software gekauft und bin echt begeistert und bin natürlich jetzt bei manchen Sachen noch nicht so ganz sicher, wie es funktioniert und komme von Lightroom oder auch Photoshop Camera Raw und habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit gesucht, wie man die Einstellungen, die man in dieser sogenannten Develop-Persona, also dem Tool, mit dem man RAW-Bilder bearbeiten kann, wie man eben diese Einstellung, die man hier vornimmt, auf andere Bilder übertragen kann. So, genau, wenn man jetzt hier dieses Out-of-the-Camera-Originalbild hat, macht man die Einstellung, wie man das eben möchte. Jeder hat also seine eigene Vorgehensweise. Genau, und wenn man dann damit zufrieden ist und man noch ein anderes Bild mit den gleichen Farbeinstellungen hat, dann möchte man das vielleicht übertragen und das macht man wie folgt. Geht man hier auf Vorgabe, ich habe das hier schon mal angelegt, dann geht man hier auf Vorgabe hinzufügen und schreibt dann dazu okay. Und hat hier in seiner Liste die neue Einstellung Vorgabe. Dann kann man auf ein anderes Bild gehen, mit den ähnlichen Einstellungen, was im Original auch so aussieht. Und wählt sich dann eins der gespeicherten Einstellungen ein. So, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ich habe das schon mal vorher gemacht. Ich glaube, das war's. Genau. Wie gesagt, Geschmacks. Was jetzt noch wichtig ist, das ist vielleicht ein bisschen anders wie bei der Synchronisation in Lightroom, dass sich das immer nur auf ein Tab bezieht. Wenn man jetzt hier irgendwas in den anderen Einstellungen verändert hat, muss man das nochmal für dieses Tab neu speichern. Also wenn ich jetzt hier was verändere, Bild. Machen wir es mal wild, ist auch jetzt mal wurscht. Bisschen Kunst darf sein. Dann muss ich das hier wieder abspeichern für dieses Tab. Okay. Und kann das auch auf die anderen wieder übertragen. Zack. Und dann haben wir das in dem Stil. Auch nicht schlecht. Sieht ein bisschen 70s aus. Okay, ich hoffe, ich habe euch damit weitergeholfen. Würde mich über ein Like, also einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr noch Anregungen habt oder Fragen, gerne in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal.